Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Lost Odyssey. Turbulente Szenen haben sich in der letzten Folge ereignet. Wir sind jetzt endlich im Handlungsstrang von Ming und Jansen und haben uns inmitten von Alt-Gozas Ruinen wiedergefunden, haben uns so ein bisschen den Weg vorgekämpft in das inzwischen sehr vereiste Goza. Wir haben ganz am Anfang des letzten Parts noch die Kiddies Max und Kug gesehen, die da so ein bisschen auch um ihr Überleben kämpfen, so mitten im Nirgendwo gegen diese eisigen Temperaturen ankämpfend. Und wir wollten jetzt eigentlich mit Jansen und Ming nach Kaim und Sarah suchen und wissen auch, wo wir die finden, nämlich in diesem östlichen Teil von diesen komischen Ruinen, die ich gerade eben schon erwähnt habe. Allerdings wollte ich mich jetzt, bevor wir aufbrechen, erstmal hier umschauen. Guck mal, wir haben hier sogar was Neues anzuwählen. In den Hinterhof gehen wir aber ganz zum Schluss, denn ich möchte mich erstmal in den Stockwerken umsehen, wo wir bisher noch nicht gewesen sind, seit wir hier diesen Vereisungszustand hatten. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir jetzt hier nicht unbedingt so viele neue Sachen vorfinden werden. Allerdings, also die Schätze, die können wir jetzt hier nicht mehr mitnehmen. Das haben wir in der letzten Folge schon rausgefunden. Aber es kann natürlich sein, dass die Leute hier was anderes sagen. Und für mich steht noch die Frage im Raum, ob wir diesen Schuldschein jetzt hier einlösen können im Casino. Regelmäßiger Spieler Balden. Unfassbar, dass Goza am Eis eingeschlossen wurde. Naja, hier ist jedenfalls alles beim Alten, also machen wir weiter. Na, ich kann mir vorstellen, dass diese Spielehölle hier jetzt wahrscheinlich nochmal einen richtigen Zulauf durchlebt hat, jetzt wo hier alle voll gefrustet sind. Aber ey, diese Stadt, die wird auch so unglaublich viele Tote zu verzeichnen haben, schätze ich mal. Naja, es sieht ja auf jeden Fall immer noch sehr gut besucht aus, wie ich finde. Heiterer Argen. Ah, okay, ich glaube, die wiederholen sich ja teilweise. Warte mal, wo ist denn unser Schuldschein-Typi? Ist das nicht der hier? Schusseliger Kudol? Nein, ich habe gerade alles verloren. Meine Mutter bringt mich um. Jetzt muss ich dieses Monster suchen, über das Gerüchte kursieren und sein Geld stehlen. Aber ich weiß nicht einmal, ob es wirklich existiert. Oh, hast du noch nicht davon gehört? Es gibt diese Monster, die Gelder, die Bargeld horten. Ihr Boss lebt in einer Unterwasserhöhle in Numara. Okay. Okay, okay. Der Typ muss enorm viel Geld haben. Ein Soldat, der in Numara auf Spionagemission war, hat zufällig sein Versteck gefunden, aber der Boss war sofort weg. Sein Versteck ist eine Unterwasserhöhle. Ich komme da also nicht hin, wenn ich ein Soldat oder ein Pirat wäre, aber... Okay, war das jetzt für uns so ein unterschwelliger Hinweis, dass wir da hin sollen? Wahrscheinlich schon, ne? Der Anführer der Gelder lebt in einer Unterwasserhöhle Numara. Ich will sein Geld, habe aber keine Chance gegen ein Monster. Gegen Monster und ein normales Schiff kommt da unten eh nicht hin. Aha, das klingt, als ob wir da irgendwie ein U-Boot bräuchten oder so. Ich bin gerade etwas verwirrt, weil der Typ hier nicht mehr steht, oder? Der uns Geld schuldet, oder ist das der hier? Täuschender Banyon. Ah, du schon wieder. Dank deiner Investition konnte ich etwas gewinnen. Allerdings hat es nicht gereicht, um die Kosten zu decken. Aber damit kann ich dir ein neues Angebot machen. Wie wär's mit einer weiteren Investition? Es wird sich lohnen, ich spüre es. Okay. Das gefällt mir. Also, wie viel willst du investieren? Boah, ey, ist das hier schon wieder ein Wucher, ey. Oh, danke, ich werde dein Vermögen einbringen. Wart's ab. Schuldschein, ja, es ist schon Nummer 2, kann das sein? Stapeln die sich ja eigentlich im Menü oder ist das jetzt hier quasi noch oben drauf? Ah, guck mal, 2 Schuldscheine. Ich hoffe, ich habe hier keinen verpasst und mir damit irgendwie eine Quest versaut oder so. Setz dich einfach kurz hin, ja? Ich werde dich sehr, sehr glücklich machen. Ah, ich glaube, das kannst du nicht. Hallo, ich bin Jansen und du bist keine Frau. Ich glaube, da erkenne ich einen kleinen Widerspruch. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich weiß nicht, ob die noch irgendwas Neues sagen. Nee, also die beziehen sich alle immer noch auf ihre ganzen Wetten und so. das hier ist neu. Schurke Algen, eine Wette über die Stadt? Ja, wie wäre es, wenn wir in die Altstadt gehen und wetten, wie viele Monster wir unterwegs treffen? Ich habe nämlich so ein bisschen die Befürchtung, Leute, dass sie, die Stadt ist im Ausnahmezustand. Der perfekte Zeitpunkt, hier mein Glück zu versuchen, sprach der Lofx. Der Spieler. Ja, nicht, dass die uns hier irgendwann mal so Hinweise auf Truhen geben oder so. Also wisst ihr, so wegen dieser Schatzsuchermöglichkeit und so, lebenshoher Bizell. Wen scherzt schon, ob das Land den Bach untergeht? Die Atmosphäre hier. Na, spielen ist doch alles, was zählt.
Okay, alles klar, sehe ich ein bisschen anders, aber wir müssen ja nicht alle einer Meinung sein. Alle Häuser in der Mittelstadt sind eingefroren, nicht, dass mich das stören würde. Ich habe hier allen Spaß der Welt. Ah, und das stört dich nicht, nee, das ist ja alles, ja, okay, Balf, alles klar. Ich glaube, dich muss ich jetzt nicht so unbedingt verstehen, sowas geht hier ab, fröhlicher Zamlev. Gozas Zerstörung ist beängstigend, aber das Leben geht weiter. Solange ich jetzt meinen Spaß habe, darauf kommt es doch an. Ja, genau darauf und auf nichts anderes im Leben. Stiller Belheg, wie wär's mit einer Wette? Nur du und ich darüber, ob Goza zerstört wurde oder nicht. Ja, Goza ist doch zerstört, oder? Was sollen wir denn da noch großartig wetten? Ich finde, das spricht irgendwie eine eindeutige Sprache, wenn man mal rausgeht und die Augen aufmacht. Ach, aber ich vergaß, das Problem liegt wahrscheinlich beim Rausgehen. Lebensfrohe Elena. Es gibt Gerüchte über Gozas Vernichtung, aber das kann nicht stimmen. Wäre ja verrückt, alles zu glauben, was einem die Leute hier erzählen. Ja, ich glaube, ihr seid alle irgendwie ein bisschen realitätsfremd, liebe Leute, wenn ich euch das mal so sagen darf. Ich finde, ihr solltet echt mal irgendwie rausgehen und der Wahrheit so ein bisschen in die Augen schauen. Es ist ja irgendwie kaum zu ertragen, was sie hier teilweise von sich geben. Freundlicher Rihalt. Du hast dem Mann tatsächlich Geld gegeben? Ich finde nicht, dass man ihn derart ermutigen sollte. Ja, finde ich eigentlich auch nicht. Und wenn es auch kein Videospiel wäre, dann würde ich das wahrscheinlich auch anders handhaben. Wetteifernde... Ach so. Ja, okay, ich glaube, die ist auch nicht irgendwie neu mit dem, was sie sagt. Sowas geht hier noch. So, ja, Glücksspiel, was für Verlierer. Ich glaube, das hat auch nichts zu tun. Naiver Zell, denn puh, wenn es so kalt ist, muss auch die Glücksfee erstmal warm werden. Schätze, ich hole mir mal einen Stuhl und warte auf sie. Vielleicht solltest du einfach mal rausgehen und das Leben irgendwie weiterleben. Hä? Hey. Ach so, ich dachte, ich habe da... Nee, ich wollte mit dem Großen jetzt hier sprechen. Heiterer Argen. Achso, nee, okay, das hier kennen wir schon. Na gut, dann würde ich mal sagen... Ja, wie gesagt, das Blöde war, ihr hattet mir teilweise, glaube ich, auch in die Kommentare reingeschrieben bei meinem ersten Goza-Besuch, dass ich den halt nicht vergessen soll. Und dann habe ich das aber trotzdem irgendwie versemmelt, da nochmal zurückzugehen. Aber ich glaube, das war auch in dieser Phase, wo ich noch so arg viel vorproduziert habe, ne? Deswegen ist mir das wahrscheinlich so ein bisschen durch die Lappen gegangen. So, da steht noch jemand, freundlicher Belgin. Echt kein... Was? Das Stadtgebiet von Goza ist praktisch menschenleer und ziemlich einsam, finde ich. Neulich habe ich von einem Mann gehört, der aus der Altstadt geflohen ist. Er hat beim Eingang zur Unterstadt etwas verloren und findet es nicht mehr. Er hat mittlerweile aufgegeben. Sein Leben war ihm wohl mehr wert als das, was er verloren hat. Ist das alles zu glauben? Ja, zu glauben schon, aber auf jeden Fall nicht einfach zu glauben. So, damit haben wir auf jeden Fall mal wieder... Oh, da war gerade irgendwas Neues, wartet mal. Wenn du ein Glashaus oder Vorräte brauchst... Ein Glashaus. ein Gasthaus oder Vorräte brauchst, findest du sie auf diesem Stockwerk. Wegen ein bisschen Eis schließen die Läden nicht. Schließen die den Laden nicht, ja, ich kann schon wieder gar nicht lesen. Mein Hirn ist wahrscheinlich voll mit vereist. Ah, wie immer kalt draußen. Ist wie immer kalt draußen. Dieses Gebäude ist nichts Besonderes, aber wenigstens hält es den Wind ab. Ja, das ist ein Argument. Das kann ich irgendwie gut nachempfinden. So, warte mal, der hat hier irgendwas vom Gasthaus gefaselt, ne? Das heißt, das müsste das da hinten sein. Großzügige Malscha. Unglaublich, dass die ganze Stadt eingefroren ist. Das soll Magie am Werk sein, aber da bin ich mir nicht sicher. Was soll denn das sonst sein? Also, da wird keiner einen Ventilator mitgenommen haben und das hier überall hingepustet haben oder seinen Kühlschrank offen gelassen haben oder so. Aber nein, war bestimmt keine Magie oder so. Nee, ich wollte eigentlich mit ihm hier sprechen oder mit ihr. Nee. Hä, oder heißen die beide gleich? Warte mal, hier ist doch noch jemand. Unverschämter Boyd. Ich kaufe mit meiner Oma ein. Mit all den Monstern ist es draußen gefährlich, deshalb muss ich auf sie aufpassen. Okay, also so unverschämt klingt er plötzlich gar nicht mehr. Ich glaube, der war beim letzten Mal irgendwie ein bisschen frecher gewesen, weiß aber nicht mehr, was er genau gesagt hat. Ja, solche Schicksalsschläge verändern Menschen offensichtlich. Gemächlicher Gant. Uff, ist das kalt. Da kommt nur schwer Einkaufsstimmung auf, was? Och, also ganz ehrlich. In Videospielen trübt da meine Laune gar nichts. Muss aber auch im Real Life sagen, dass ich im Sommer einkaufen irgendwie viel furchtbarer finde, wenn ich ehrlich bin. Also klar, ich meine jetzt nicht so angenehme Sommernächte oder so, aber so bei 30 Grad oder noch mehr im Schatten. Brauche ich Shoppingtouren nicht unbedingt, mal abgesehen davon, dass ich generell nicht so der Freund von Shoppingtouren bin. Ich bestelle meinen Kram nämlich lieber online. Ja, ich bin voll postmodern und so. ja, ach nee, das haben wir schon gelesen beim letzten Mal. Gucken wir mal, ob Trace jetzt vielleicht irgendwas Neues an Ringfertigung für uns im Angebot hat. Fahrender Ringmacher, Trace. Nee, immer noch Stufe 1 und 2. Oh, aber guckt mal.
Immerhin können wir jetzt hier ein bisschen was fertigen. Das ist auch ganz interessant. So von der Konstellation her. Oh, Brecherring und Wutring. Das sind die Dinger, die uns fehlen. Aber wir könnten ja mal gucken, ob wir die nicht jetzt noch irgendwie erschaffen können. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir für diesen ganzen Krempel überhaupt alles benötigen, aber wir können ja mal schauen. Jetzt sind die Anforderungen nämlich gar nicht so hoch und einen Laden haben wir hier direkt auch um die Ecke. So, das ist auf jeden Fall nicht greifbar für uns. Was Neues können wir jetzt ja auch nicht mehr machen. Was war denn das? Wutring? Stoff des Mutes brauchen wir hier ganz oft, wie mir scheint. Und Wutring war das an. Nee, Wutring hatte ich ja gerade. Was waren das andere? Weiß ich irgendwie nicht mehr. War das nicht irgendwie Brecherring oder irgendwie sowas? Ach, egal. Auf jeden Fall haben wir keine Kohle mehr dafür. Aber wir haben jetzt ein neues Ringchen erschaffen und könnten ja da auch direkt mal überlegen, ob wir das nicht jemandem ausrüsten. Aber wie gesagt, bei unseren beiden Pro-Magiern brauchen wir das erstmal nicht. Empörter Barlos. Der Laden ist gut sortiert, aber mir gefällt die Art des Ladenbesitzers nicht. Das ist schon okay, solange man kriegt, was man will, aber trotzdem. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde, Service ist eine definitiv wichtige Komponente. Darüber rege ich mich auch immer auf. Mürrische Filne. Ich komme von weit her zum Einkaufen. Keine einzige Bedienung zeigt sich. Ich will doch nur etwas Service. Wie unhöflich. Ja, das könnte voll ich sein. Also das ist so voll meine Rede. Das unterstreiche ich mit jedem Wort. Gemischtwarenladenbesitzerin Reihel. Ihr seid keine Gozana, oder? Tut mir leid, aber in diesem Fall habe ich nichts zu verkaufen. Ey, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ey, ich dachte, ihr habt aus euren Fehlern gelernt vom letzten Mal. Ach, das ist hier. Solche wie euch habe ich hier noch nie gesehen. Wer seid ihr? Ich verkaufe nichts an Fremde. Ey, wie die einfach eiskalt uns nichts. Ey, ich habe mich jetzt hier voll an die schöne oder auf die schöne Shoppingtour gefreut, ja. Und dann kann ich hier nicht mal einen Cent dalassen, ey. Voll der Wucherladen, ey. Regt mich hier voll auf. Die sollten echt mal ihre Geschäftspolitik ein bisschen überdenken. Unmöglich hier. So, okay, warte mal. Das war jetzt der einzige Eingang, ne? Neben diesem, genau, neben dem Casino oder was das war. So, das heißt, wir können jetzt im Grunde genommen. Wir sind jetzt im 9., ne? Das hier müssen wir jetzt dann. Ja, okay, wir gehen einfach von oben nach unten durch. Der Hinterhof wird nochmal sehr, sehr spannend, Leute. Also für die unter euch, die das Spiel nicht kennen. Denen sei gesagt, dass wir mit dem Hinterhof noch viel Spaß haben werden, in Anführungsstrichen. Ich weiß noch nicht so ganz. Sorgloser Wolf. Na nu, von hier aus sollte ich auf die nächste Ebene gelangen, aber sowohl die Treppe als auch der magische Lift sind kaputt. Ach so, ich habe gerade irgendwie vom Plü bin gerade voll vom Plural ausgegangen, weil da irgendwie Sinn steht, aber davor war ja eine Aufzählung und ja, das hat mich gerade voll durcheinander gebracht. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwas kaputt ist und vereist ist und so, vielleicht werden wir hier auch neue Wege irgendwie finden, die vorher nicht betretbar waren, unverantwortlicher Grenin. Meine Tochter will, dass ich aufhöre zu spielen, habe ihr geschworen aufzuhören und sogar Geld draufgesetzt. Aha, sehr mutig. Beharrliche Ratei. Papa, die Stadt ist komplett eingefroren und du lebst noch in deiner Spielerfantasiewelt. Hör bloß auf, bevor Mama richtig wütend wird. Das in einem Videospiel auszusprechen, ist schon sehr mutig und irgendwie auch ein bisschen selbstironisch. Klar, hier sind auch andere Spiele damit gemeint, sind nämlich Glücksspiele, aber das war gerade schon so ein bisschen so die Aussage, die man auch oft immer von Leuten hört, die dann Gamern versuchen, irgendwelche, ja, irgendwie die Leviten zu lesen und irgendwelche Vorträge darüber zu halten, warum Real Life viel toller ist und Spielen böse ist. Gaswirt Bagel. Du willst hierbleiben? Selbst bei der Kälte? Entschuldige, aber bist du ganz sicher in Ordnung? Ja, ich dachte eigentlich bis gerade eben ja. Hör bitte auf, mich da irgendwie ins Straucheln zu bringen. So, ich werde jetzt hier mal sicherheitshalber speichern. Ich gehe mal davon aus, dass hier von diesem Gebäude keine Gefahr ausgehen wird, aber man kann nie sicher genug sein. Tolsans Gasthaus, wie ich das gerade überschreibe und mir voll die Erinnerungen hochkommen. Ja, die Gozana, die haben zum Gegenschlag gegen Ura ausgeholt und Ura lag in Flammen, als wir es zuletzt gesehen haben. Also auch das sind ja äußerst dramatische Szenen gewesen, genauso wie wir in der letzten Folge auch gesehen haben, wie ja, wie Gongora fast ganz Numara dem Erdboden gleichgemacht hätte und dieser Arthrosaurier darauf gehetzt hat. Also das sind wirklich sehr furchteinflößende Kreaturen. Ich hatte damals, weiß ich noch, als wir das erste Mal Numara in diesem komischen Gartenbereich da gewesen sind, in dieser Geisterstadt,
Da hatten wir ja so einen versteinerten Arthrosaurus schon zu Gesicht bekommen, ne? Betrunkener Gäubern. Hilfe, ich habe keinen schwarzen Kelon gesehen. Der gefährlichsten des Kelon-Stammes, wirklich, das habe ich. Ja, okay. Guckt mal wieder fast, wie er sich fast hingepackt hätte, ey, wie der voll am Rumwanken ist, ey. Das ist mal richtig gut gemacht, ey. Dem kauft man das ja sofort ab, wenn man den nur anguckt. Gelassener Leihiel. Der Kerl muss völlig betrunken sein. Wie sollte es hier Monster geben? Ich glaube, so abwegig ist das gar nicht und wir werden bald auch sehen, warum. Entschlossener Luki. Der Kerl ist schon völlig betrunken. Unglaublich. Ja, naja, so unglaublich ist das nicht. Ich glaube, hier gibt es relativ viele Betrunkene momentan in Goza. Ach so, der steht da... Nee, der steht da gar nicht alleine. Hä, wer ist denn die andere Person? Ach so. Hä, warte mal, Luchi? Ach, und Leichiel, alles klar. Ich habe da gerade irgendwie keinen Unterschied im Namen so gesehen auf den ersten Blick. Ja, was wollte ich Ihnen sagen? Ja, genau, weil das Interessante daran ist, das hatte ich beim letzten Mal auch noch gar nicht so deutlich gesagt, weil bisher sind die Nomara ja davon ausgegangen, dass, Königin Ming quasi den Arthrosaurus versteinert hat. Ne? Das hatten uns auch einige Bewohner erzählt, aber letzten Endes ist das Gongora gewesen, der das gemacht hat. Ne? Also der dann einfach nur sein Deal quasi eingehalten hat, weil er ja Ming erpresst hatte und gesagt hatte, dass ja, sie ihre Stadt nur retten kann, wenn, oder er die Stadt nur verschont lässt, wenn sie ihr Gedächtnis selber auslöscht oder irgendwie so. So kann es sein, dass wir hier noch gar nicht gewesen sind? Doch, okay. Weil das sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Ich weiß auch gar nicht, warum diese Ecke hier nicht vereist ist. Vielleicht haben die hier oben irgendwie doch ein bisschen besser geheizt. Ich war gerade irritiert wegen dem Öffnen da unten rechts. Ich habe das gerade irgendwie nicht dieser Luke zuordnen können. Ja, hoffentlich komme ich hier gleich noch klar. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wenn ich hier die Treppen nach oben laufe, dass ich auf eine Sackgasse stoße und da haben wir sie auch und werden aber überhaupt nicht entlohnt, ey. Lohnt sich ja gar nicht. Ich habe mich voll auf den Laden gefreut, ja. Dachte, dass wir jetzt hier voll noch geile Komponenten einkaufen können. Vielleicht sogar neues Ausrüstungszeug und so, aber ja, denkst du, so wirklich, ey, wie ich hier das mal irgendwie voll Angst kriege. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts lostrete, aber dürfte ja eigentlich nicht sein, weil Keim und Sarah sind ja hier nicht mehr. Ja, das ist der Ort gewesen, an dem wir uns mit Mars unterhalten haben, mit dem König von Goza. Das, ja, da könnte man fast noch sagen, da war die Welt noch in Ordnung, ne? Auch wenn wir zu dem Zeitpunkt, als wir diese Szene zu Gesicht bekommen haben, auch schon der Meinung waren, dass alles hier gerade irgendwie voll chaotisch ist und die, ja, Weltlage quasi total im Argen liegt. Und letzten Endes konnte keiner erahnen, dass das schon kurze Zeit später alles noch viel schlimmer und viel grausamer enden würde. Und, ja, kann immer noch schlimmer werden, ne? Deswegen sagt man ja nicht umsonst, man sollte immer das Beste aus seiner Situation machen, weil man nicht weiß, was der Morgen quasi bringt. So, wir gucken uns jetzt mal den Hinterhof an und werden da mal ein bisschen reinschmulen. Ich glaube, da werden wir auch noch das ein oder andere Item mitnehmen können. Dieser überaus schummrige Hinterhof. Gucken wir mal erstmal, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Guckt mal, da haben wir nämlich Kelolons im Käfig. Und das sind, glaube ich, sogar diese schwarzen Viecher, die der eine da gesehen haben will. Nee, wartet mal, mit dem quatsche ich mal ganz am Ende. Ich will erstmal gucken, was wir hier gegebenenfalls noch mitnehmen können oder auch nicht. Hey, mir war aber so, als ob es hier noch irgendwas zu sammeln gab. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, wo jetzt hier genau. Okay, keine Ahnung. Nee, okay, warte mal, dann rede ich jetzt doch erstmal mit dem Typen hier. Preistauscher Gleck. Hey, ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du neu im Hinterhof? Es ist noch nicht geöffnet. Komm später wieder. Ach so. Okay, irgendwie hat hier nichts geöffnet, ey. In Goza ist momentan voll tote Hose. Also, ach so. Ach, na, seht ihr? Das mal. Ja, okay, deswegen hatte ich wahrscheinlich in Erinnerung, dass es hier noch irgendwas gibt, obwohl die Tonnen gerade irgendwie voll leer sind. Außer die hier, die ist cool. Und schon wieder ein Platzsamen. Ey, das ist gerade der allergrößte Segen, ohne Scheiß. Ey, weil wenn ich überlege, wenn wir alle vielleicht irgendwann mal wieder zusammenkommen, ey, wie viele Items wie viele Skills ich inzwischen habe, ja, und wie wenige Slots im Gegenzug. Verrückter Goldorf. Ein guter Kampf reißt mich immer mit. Sein Leben aufs Spiel setzen. Oh, großartig, oder?
Oh, großartig. Hm. Ja, keine Ahnung, warum ich da gerade ein Oder eingebaut habe. Ja, auf jeden Fall erahnt man vielleicht auch, wenn man das Spiel nicht kennt, worauf das jetzt hier hinauslaufen wird. Das ist nämlich, warte mal, ich quatsch mal mit dem Letzten. Wenn der das jetzt nicht beantwortet, ah ne, hier ist ja auch noch einer. Wenn die das jetzt nicht beantworten, dann kläre ich euch da mal ein bisschen auf. Auskunftgeber zählen. Bah, sie könnten langsam mal anfangen. Hm, was ich meine? Die Kämpfe natürlich. Okay. Ja, ich glaube, die werden wir jetzt hier aber erstmal noch nicht absolvieren können, ne? Hier geht's auch nicht rein. Will ich auch vielleicht gar nicht. Empfangschef Bormis. Oh, du willst im Hinterhof dabei sein. Herausforderer sind willkommen, aber im Moment haben wir geschlossen. Bitte komm später wieder. Okay. Boah, also das wird nochmal richtig spannend werden, Leute. So viel kann ich schon mal versprechen, weil ich weiß nicht mehr genau, wie die Systematik dann hier aussieht, ja, weil es gibt ja so diverse Rollenspiele, auch so diverse Final Fantasy-Teile, wo es so Monster-Arenen gibt, wenn ich da zum Beispiel an Teil 10 zurückdenke, aber das ist sowas Ähnliches, also wir werden hier, auch wenn ich mir da wie gesagt, nicht mehr so über die Details im Klaren bin, aber wir werden auch hier ja quasi so nach und nach Kämpfe irgendwann absolvieren können, die dann vom Schwierigkeitsgrad her immer weiter ansteigen, ne, wo es dann auch immer saftige Belohnungen geben wird. Und das wird nochmal eine richtig spannende Geschichte. Also selbst wenn wir da jetzt schon hätten reingehen können oder da teilnehmen können, hätte ich das sowieso nicht gemacht, schon allein wegen schon allein wegen der Tatsache, weil wir hier nur zu zweit sind. Ach, ich brauche nicht nochmal zu speichern. Habe ja da unten im Hinterhof gerade schon abgespeichert. Das brauche ich dann nicht noch ein zweites und ein drittes Mal zu machen. Und ja, ich würde mal sagen, wartet mal, hier gab es, ja, guck mal, oben rechts auf der Minimap, dieser Schatz, von dem der eine Typ erzählt hatte, in diesem Haus, ne, der meinte ja, dass er irgendwas hat fallen lassen. Das müsste jetzt hier irgendwo, hier, ich habe gerade voll, ich kann gerade die Optik da irgendwie, auf die komme ich gerade nicht klar. So, warte mal. Hä, warum vibriert mein Pad nicht? Eigentlich vibriert das Pad immer, wenn... Ach so, hier. Okay, ich stand da gerade voll in der falschen Ecke. Und Buch der Balance. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und sagt auch nicht direkt, was man davon hat, wenn man das denn hier irgendwie zum Einsatz bringt. Weil ein Balancewert so im klassischen Sinne haben wir ja eigentlich nicht. Warum ist denn das hier nirgendwo? Warte mal, ich guck mal lieber bei ihr. Weil bei ihr, genau, muss ich ja nur nach den Dingern Ausschau halten, die wir noch nicht haben. Platztreffer. Fügt deinem Feind je nach den leeren Fähigkeitsplätzen deiner Verbündeten Schaden zu. Was ist das denn für ein Scheiß? Je nach den leeren... Ey, das heißt, wenn ich alle Slots leer lasse, dann teile ich da irgendwie voll den dicken Schaden aus oder was? Könnt ihr euch aber mal knicken? Also würde mir das irgendwie gar keinen Spaß machen, auch zu kämpfen. Oh, ich bin hier gerade voll falsch. Das werden wir definitiv erstmal nicht zum Einsatz bringen. Das widerstrebt mir gerade so ein bisschen, weil, ja, weiß ich nicht, ist doch voll blöd, weil gerade das mit diesen Plätzen verteilen und so ist doch das Spaßige an dieser ganzen Geschichte. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch den Weg in Richtung Osten offen. Und gucken mal, wie weit wir da jetzt kommen werden. Ich hoffe, dass wir hier, bevor es hier den nächsten, den nächsten großen Knotenpunkt gibt oder die nächste große Cutscene, dass wir da nochmal die Chance bekommen, hier irgendwie abzuspeichern oder so, weil ich habe irgendwie so ein bisschen Bammel, weil das weiß ich so ad hoc nicht mehr, dass wir so in diesen kleineren Konstellationen, ach guck mal, jetzt kann man hier diese Dinger auch noch treten, alles klar, das war im westlichen Teil dieser Ruinen noch nicht so der Fall, da gab es diese Dinger noch nicht. Ich möchte irgendwie ungerne so einen Bosskampf mit nur zwei Charakteren absolvieren. Also klar, das hat irgendwo auch so einen gewissen Spannungsfaktor und bringt da auch nochmal so ein bisschen Thrill rein, ja, und so ein bisschen Spannung und Anspruch und ja, so eine Form von Herausforderung, die man hier in letzter Zeit so noch nicht zu Gesicht bekommen hat. Aber auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht, ist schon das Zusammenspiel von mehreren Charakteren auch immer das Reizvolle, wenn es um Bosskämpfe geht. Und also ich muss mir jetzt hier nichts beweisen. Ich ja, würde es eher begrüßen, wenn wir... Ah, guck mal, da sind das auch schon drei. So, wie war denn das nochmal? Mit Luft, da sind wir auf der sicheren Seite gewesen. Ne? Das heißt, wir werden jetzt hier in jeder Runde definitiv mindestens einmal Schaden fressen. Also sogar mehrere Male, weil die hier offensichtlich irgendwie...
häufiger angreifen. Ja, das Problematische ist, die gehen jetzt halt auch alle auf Jensen, ne? Dadurch verzögert sich seine, seine Casting-Zeit und wir werden dann wahrscheinlich immer erst in der zweiten Runde den Kampf ja, abschließen können. Das ist aber auch nicht schlimm, weil wir hätten sowieso, glaube ich, zwei Runden. Ja, klar, das sind drei Gegner. Wir hätten eh zwei Runden gebraucht, wenn ich das mit Luft da jetzt hier abschließen möchte. Man könnte natürlich auch überlegen, jetzt hier mit Kompositmagie vielleicht ein bisschen was zu reißen, aber dann bräuchten wir schon irgendwie alle Luft da. Und da müssen wir sowieso abwarten, bis zwei Runden ins Land gestrichen sind. Und ach, nee, ich glaube, mit Kompositmagie sind wir, tun wir uns jetzt hier erstmal keinen Gefallen. So eine Bodenplatte hatten wir beim letzten Mal auch schon zu Gesicht bekommen. Ich weiß nicht, ob mit denen irgendwann mal was sein wird, so ähnlich wie damals im Karmesinwald. Ne? Also vielleicht wird das irgendwann mal so eine Teleporter-Funktion haben. Ich weiß es nicht. So, ich werde mal, ja, erstmal husten, Entschuldigung. Ich werde mal ab dem nächsten Kampf diese Viecher hier rausschneiden. Also auch weil wir die beim letzten Mal schon relativ häufig gesehen haben. Und ja, ihr seht ja, ach du Scheiße, ist Jensen gelähmt. Ja, okay, das ist gerade gar nicht gut. Das heißt, ich werde ihm dann Anti-Lähmung erstmal das Item jetzt noch mit auf den Weg geben. Und hoffen, dass er jetzt seinen Lufterzauber erstmal zum Besten geben kann. Nein, ach Mist, ey, ist das gerade ärgerlich, ey. Ich weiß nicht, ob dieser Lähmungseffekt irgendwann weggeht, wenn er hier noch ein paar Schläge einsteckt. Kriege ich nicht zusammen. Ey, die haben aber auch so voll das komische, leuchtende Gesicht, ey. So als ob die irgendwie voll die UFO-Gesichter hätten oder so. Weiß ich irgendwie ein bisschen mit dieser insektenartigen, tierischen Optik, die die sonst haben, wenn man den Rest des Körpers so betrachtet. So, bevor ich das vergesse, muss ich jetzt erstmal dem guten Jensen hier ein bisschen was austauschen. Ich nehme mal die kritische Heilung weg. Warte mal, wir können ja hier filtern. Negativer Effekt, genau. Dann kriegt er nämlich Anti-Lähmung. Und dann bräuchte er mal wieder eine Portion Heilung. Hm. Ah, ich glaube, das kann Ming besser. Genau, weil sie auch Heiler jetzt schon zur Auswahl hat. So, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dadurch, dass ich nicht weiß, ob hier nicht noch vielleicht stärkere Gegner uns noch über den Weg laufen, ist mir das so... ja, ist mir das so erstmal... Oh, was habe ich denn da gerade... Wie viel gibt denn das bitte? Ich habe es jetzt gerade über 200 noch gebraucht, ne? Also die Mana-Kapsel, die scheint schon eine ganze Menge. Okay, alles klar. Ich wollte eigentlich nur präventiv jetzt ein bisschen auffüllen. Wusste nicht, dass das jetzt hier auf einen Schlag so viel wieder zurückgibt. Aber okay, weiß ich fürs nächste Mal Bescheid und mache das erstmal leer, bevor ich hier mit dem nächsten... mit der nächsten Kapsel irgendwie um die Ecke komme. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall wieder neues Gebiet und somit auch neue Schätze. Ich habe jetzt voll Blut geleckt. Ich würde voll gerne neue Platzsamen ganz gerne haben. Das wäre irgendwie total toll. Ich glaube, ich sollte jetzt hier nicht zu gierig sein. Ich glaube, wir können froh sein, dass wir hier jetzt in diesem Part und auch in der letzten Folge überhaupt mal wieder den einen oder anderen Platzsamen mitnehmen konnten. Weil ich meine, wir sind ja jetzt bei den Unsterblichen auch schon auf Maximum, ne? Wir haben ja unsere vier schon beisammen. Mehr werden das in diesem Spiel auch nicht. Oh, oh. Gut, wenn Keim und Sarah nach Osten gefahren sind, sollten wir auch dahin. Ja, und Cook und Max suchten die Aurora, um die Seelen der Verstorbenen zu treffen. Genau, um den Geist ihrer Mutter zu finden. Ulala, das war gerade eine sehr interessante Szene. Also nicht der Körperkontakt an sich, sondern dass Jensen plötzlich so bescheiden war. Ne? Erinnert euch mal an die erste Begegnung zurück, wo wir... Ach, ach, hier kann man was stoßen. Okay. Muss ich jetzt wieder zurück? Ich weiß gar nicht, weil wir jetzt wieder... nee, wir werden bestimmt über irgendeine Leiter da runterkommen, oder? Oder war ich da unten schon... Ich bin... Warte mal, ich muss jetzt nochmal ganz kurz... Entschuldigt bitte den... Aber ich schneide ja jetzt die ganzen Zwischenkämpfe oder die ganzen Zufallskämpfe raus. Ich will... Ja, guckt mal, da unten, da sind wir vorhin noch nicht hingekommen. Gut, dass ich da nochmal nachgeschaut habe. Ja, erinnert euch mal an die erste Begegnung zwischen Jensen und Ming zurück.
ja, wie er echt nichts hat anbrennen lassen und total offensiv und forsch rangegangen ist. Und inzwischen hat er vor Ming offensichtlich so eine ganz andere Respektstufe erreicht, ne? Oder er ist über beide Ohren verknallt, das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, Jensen ist dahingehend echt schwer einzuschätzen, ne? Also ich kann mir nicht, weiß nicht, wie so ein total Hals-über-Kopf-verliebter Jensen, wie der sich so verhält, ob der vielleicht sogar mal schüchtern werden kann. Also wenn dem so ist, dann haben wir das auf jeden Fall jetzt hier mehr als deutlich zu Gesicht bekommen. Ey, Mist, ey, das ist bestimmt der richtige Weg. Oder? Ah, hier ist erstmal eine Sackgasse, das ist schon mal ganz gut. Ey, das sind jetzt muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren, auch weil ich ganz genau weiß, dass die ganzen Kämpfe mich wieder voll rausreißen werden, sobald ich jetzt hier das ein oder andere Mal wieder Gegner schnetzeln kann. Ja, wäre halt gut zu wissen, wo jetzt hier der richtige Weg ist, aber ich schätze mal ganz oben. Ey, ich wette, hier, wo ich jetzt gerade rumstehe, sind hier voll richtig. Jetzt juckt meine Nase schon wieder. Mann, haben wir ein Glück, dass dieser, wie ich gerade sagen wollte, dass dieser Samen da unten immer rausgeschossen kommt. Das klingt irgendwie voll falsch, weil ich gerade gesehen habe, wie das Wasser da rausgelaufen ist und das gerade gesehen habe, auch gerade gesehen habe, wie das da so runtergeplumst ist und ja, also versteht ihr, wie ich das meine. So, okay. Gucken wir mal hier. Ist das noch im Betrieb? Ich habe Angst, dass wenn ich das jetzt stoße... Guck mal, ich glaube, dann komme ich da nämlich in so ein komplett neues Gebiet rein, weil da zeichnet sich auch schon der Anfang einer Leiter ab. Ich schätze einfach mal, dass ich jetzt hier richtig bin und werde erstmal alle anderen Wege ablaufen. Und einfach mal hoffen, dass ich mir damit nichts verbaue. Weil momentan ist das wirklich, da geht das so Hand in Hand, ne? Kaum läuft man irgendwie zwei Schritte, da ist man dann schon wieder bei komplett anderen Charakteren und an einem komplett anderen Ort. Ich hätte echt schwören können, dass dieses riesige Balkenteil, was ich da vorhin umgekickt habe, dass das irgendwie sowas Optionales ist. Aber man hätte das, man hätte das überhaupt erst finden müssen, um das hier weiterspielen zu können. Das überrascht mich gerade ein bisschen. Aber Jensen ist gerade... Also irgendwie ist der komisch drauf. Also irgendwas in ihm scheint sich da gerade verändert zu haben, weil wir kennen ihn irgendwie ganz anders. Irgendwas stimmt ihn sehr, sehr nachdenklich. Vielleicht ist es ja auch die Tatsache, dass er dem Tod so von der Schippe gesprungen ist, ne? Weil er hatte mal ein großes Maul und erzählt immer, dass er weiß Gott, wie toll und wie stark ist und ihm keiner was kann und so. Kann mir schon vorstellen, dass ihm das auch so ein bisschen an die an die Konsistenz geht. So, das waren jetzt so zwei Gegner, diesmal nicht mehr im Dreier gespannt. Das ist wahrscheinlich die einzige Variable hier, dass das mal zwei, mal drei Gegner sind. Und mir ist noch was anderes eingefallen. Ich kann ja dadurch, dass Jensen immer vorne steht und immer angegriffen wird, könnte ich ihm ja theoretisch, ich weiß noch nicht mehr, wie das heißt, mentale Stärke war das, glaube ich. Ach, aber das haben wir von Cook gelernt, ne? Das gibt's hier nämlich gar nicht. Ah, schade eigentlich, weil das hätte ich ihm jetzt gerne noch mit auf den Weg gegeben, weil... weil durch diese Treffer verschiebt sich sein Angriff halt immer irgendwie in die zweite oder auf eine zweite Runde. Und ja, das hätte ich jetzt gerne hier abgekürzt, aber gut, können wir halt erstmal nicht nehmen, ne? Wenn wir auch zukünftig nicht nehmen können, es sei denn, wir finden irgendwann ein Item, was uns, was uns diesen Effekt mitgibt oder ein Accessoire. So, jetzt muss ich nur erstmal gucken, ey. Ich habe voll Angst, irgendwas ausgelassen zu haben, aber ich glaube, wir haben jetzt eigentlich unsere Reihe rumgemacht. Ey, hoffentlich habe ich jetzt hier nichts ausgelassen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob wir diesen Ort später nochmal betreten können. Aber spätestens, wenn wir das nächste Mal in Saman sind, in Saman, dann werde ich da nochmal gucken, ob wir da über dieses Auktionshaus nicht vielleicht das ein oder andere Item noch bekommen. Weil ich glaube, ich habe mir nicht nur hier Sorgen gemacht, ne? Ich glaube, ich habe mir generell in den letzten Dungeons hier und da schon wieder so meine Gedanken gemacht, ob ich da auch wirklich, gut unterwegs gewesen bin und genau hingeschaut habe und so, aber ja, hier keine Ahnung. Also es ist ja auch sehr, sehr detailreich wieder, ne? Und auch mit der Kamera und so und mit den ganzen Etagen, das ist schon nicht so einfach, das alles hier zu überblicken. Aber ja, ich spekuliere einfach drauf, dass ich hier nochmal zurückkommen kann.
Und schon wieder zwei Gegner und schon wieder war der voll strunzen langweilig, dieser Kampf. Aber Ming hat Antifluch erlernt, deswegen bin ich happy. Denn deswegen war das nicht umsonst und alle sind glücklich und zufrieden bis ans Ende ihres Lebens. Amen. So, Fluchblocker nehmen wir mal weg und haben... Nee, Buch der Balance stinkt, das will ich nicht. Sowas hier ist aber ganz cool. Hey, Buch der Balance ist irgendwie voll, auch wenn das vom Namen her irgendwie voll toll ist, mag ich dieses Item trotzdem nicht. Ich finde Platztreffer voll blöd. So, ja, okay. Ich hätte jetzt eigentlich nach wie vor darauf gehofft, dass wir hier einen Speicherpunkt mal zu Gesicht bekommen. Weil ich habe noch einen Platz. Ey, will mir das Spiel irgendwas sagen? Ich habe Angst, dass ich einem Boss jetzt in die Arme laufe, Leute. Weil ich weiß grob, dass es einen Boss geben wird, der sehr, sehr schwer ist. Und zudem diese Umgebung auch sehr gut passt. Und hatte eigentlich drauf gehofft, dass wir nochmal uns in einen sicheren Hafen begeben können. Ach, guckt mal, Gleis nach Osten. Ah, ja, okay, das heißt, wir laufen jetzt vielleicht den Kindern so ein bisschen entgegen. Das Schöne an diesem Ort ist, dass wir hier auch immer so Schätze an der Seite haben, ne? Und da auch in der Ferne schon sehen, wie viele weitere Schätze da auf uns warten. Das ist irgendwie total toll. Und gut ist, dass wir hier auch nicht gegen diesen blöden Schneesturm anrennen, ne? Sondern, ja, uns hier quasi ganz normal nach vorne bewegen können. Ich hoffe, dass da links irgendwie mal so ein Speicherpunkt jetzt ist, weil ansonsten kriege ich hier langsam so ein bisschen Panik. Ich glaube, ich habe aus der Ferne so ein Magieauffüllungsding gesehen, aber ich will einen Speicherpunkt. Scheiß auf diese Energieauffüllung wollte ich eigentlich sagen, weil das habe ich gerade nicht so bitterlich nötig, weil mit Heil-Items und so bin ich ganz gut ausgestattet. Kannst du mir vielleicht einen Speicherpunkt noch daneben packen oder so? Nee. Ey, wenn danach wirklich der Bosskampf kommt, ey, dann raste ich aber richtig aus. Also so viel kann ich schon mal sagen, ey. Das geht ja mal überhaupt gar nicht. Aber, nee, wartet mal. Ich glaube, ich werde jetzt hier trotzdem einen Cut machen, Leute. Einfach, damit ich, ja, weil ich bin mir relativ sicher, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis wir hier den nächsten Story-Fortschritt haben werden. Wobei es kann... Nee, warte mal. Okay. Eine Sache muss ich jetzt noch machen. Weil guck mal, da hinten ist nämlich das nächste Türmchen. Es kann natürlich sein. Aber guck mal, dieser Turm, der ist nicht in die Karte eingezeichnet. Obwohl, das war der hier auch nicht, ne? Gut, dann warte ich jetzt. Dann gebe ich dem Spiel jetzt noch die Chance, sich mit mir zu versöhnen. Bis zum nächsten Turm. Aber beim letzten Mal, als wir mit Cook und Max unterwegs gewesen sind... Da war, glaube ich, der Speicherpunkt auch oben und der war trotzdem aber unten schon eingezeichnet. Also irgendwas stinkt hier ganz gewaltig und jetzt werden auch die Gegner schon wieder etwas härter, habe ich das Gefühl. Eine Alraune, Wasser und Erde. Ich hoffe einfach mal, dass jeder jetzt einen Gegner im Alleingang schafft. So, warte mal, was sagen gegen Wasser nochmal? Gut, Erde. So, und hier können wir eigentlich beim Lufterangriff bleiben. Ich glaube, diesen Typen da mit der Keule. Aua. Ach du Scheiße. Okay, also hier könnten wir jetzt richtige Probleme kriegen, weil die teilen mir definitiv zu ordentlich aus. Und dann auch noch Zustandsveränderungen. Ja, das kann ja heiter werden. Hier, also klar, ich habe nebenan eine Möglichkeit, mich jederzeit wieder zu heilen. Aber trotzdem ist das irgendwie ganz schön fordernd, aber die haben 3 FP gegeben. Das muss man ja auch mal positiv anmerken. Ich glaube, das könnte hier trotzdem sehr, sehr unangenehm werden, wenn ich das mal so... Ey, Heiler kostet 20 MP? Alter Schwede, okay, ich glaube, dann werde ich zukünftig doch vielleicht auf kleinere Heilzauber zurückgreifen müssen, weil Jensen hat ja gerade mal die Hälfte runter und ja, hätte eigentlich, glaube ich, gar nicht so einen dicken Heilerzauber gebraucht. Ich hatte das noch nicht mehr auf dem Schirm, dass das so eine kostspielige Angelegenheit werden würde. Ja, es ist gut, dass du stets bereit bist, Ming, denn wir werden deine Bereitschaft hier definitiv brauchen bei der Stärke dieser Gegner, die uns hier über den Weg laufen. So, ich mache das mal diesmal anders, weil Ming kommt ja immer eher dazu, ihren Zauber zu wirken und dann kann sie die Alraune jetzt direkt im ersten... Hä? Nee, was mache ich denn? Andersrum. Er sollte jetzt mit Luft da den weißen Schrecken angreifen und sie sollte mit Erdea die Alrauna angreifen. Genau, so ist der eigentliche Plan gewesen.
damit wir die Gefahr auch so ein bisschen für uns minimieren, jetzt hier diese ganzen blöden Zustandsveränderungen mitzunehmen. Also ich weiß immer noch nicht so genau, was uns Virus eigentlich antut. Aber mich beunruhigt immer dieser komische blinkende Knubbel da neben unserem Namen und neben unserer Gesundheitsanzeige. Das muss ja nun auch nicht sein. Warte mal, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ey, wie ich das jedes Mal vergesse. Ich habe, glaube ich, gerade Leute echt ein bisschen Bammel. Ich glaube, ich werde das wirklich erst im nächsten Part machen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber ich werde jetzt nochmal zurückgehen. Vielleicht nehmen wir noch den einen oder anderen Kampf mit. Aber ich möchte jetzt hier... Das sieht mir nämlich zu offen aus. Und wenn wir wirklich da auf diesen nächsten Turm rauf können, ja, dann frage ich mich, warum, wenn da wirklich ein Speicherpunkt sein sollte, warum dieser da nicht eingezeichnet ist, so wie damals, als wir da mit Cook und Max unterwegs gewesen sind. Und werde dann an dieser Stelle jetzt erstmal einen Cut machen. Mit frischer Energie werden wir dann in die nächste Folge mit reinstarten und uns überraschen lassen, was da vorne auf uns wartet. Ich danke an dieser Stelle auf jeden Fall fürs Einschalten und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.